wenn ich mir die hole, das wäre schon nice. Aber ich meine, es ist Rolex. Rolex ist der größte Rotz, ne? Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, wie wisst ihr, um mir geht's drunter und drüber. Nicht nur die Haare gehen runter und mein Ego geht drüber. Nein, es geht auch in meinem Leben drunter und drüber. Wer das nicht mitbekommen hat, Freunde, ja. Das ist dreist. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, wovon ich im Detail spreche, aber wie ihr wisst, erster Link in der Infobox, gibt es einen Vlogging-Kanal. Da gibt es Daily Vlogs außer Mittwoch und Sonntag, wenn hier Videos kommen von mir. Also schaut auf alle Fälle rein und vor allem, wir müssen mein Insta wieder pushen. Ich bin kurz vor den 50.000 Abonnenten, also seid so freundlich, wenn ihr schon da am Smartphone am Start seid. Lasst mir ein Abo da, sind immer wieder nice Outfits unterwegs und die Kombis. Next Level Shit, Leute. Next Level Shit. Das würde ich genauso tragen. Aber wenn wir schon von Kombinationen reden, da gibt es ja jemanden, der ist bekannt dafür, dass er das überhaupt nicht kann. Ich arbeite mit Aktien und lege Geld immer sehr zielgerecht an. Finanzamt? Ihr wisst ganz genau, von wem ich spreche, von unserem unfassbaren Gucci Potter. Da ich ja der Herr dieser Schöpfung bin, ihm diesen Namen gegeben habe, fühle ich mich so ein bisschen verantwortlich und habe dementsprechend auch ein Umstyling-Video mit ihm gemacht, was ihr noch nicht gesehen habt. Ich habe es euch hier jetzt nochmal verlinkt und hoffe natürlich, dass das Früchte getragen hat. Wenn ich mir jetzt das neueste Video von Mahan so ansehe und diese Kombi hier ins Auge sticht, Freunde, dann weiß ich nicht, ob das geklappt hat, aber ich muss natürlich danach sehen, was sich hier getan hat. Wir schauen rein in das neueste Video von Mahan. Gucci Potter und sein 20.000 Euro Iced Out Outfit. Wie viel ist ein Outfit wert? Mahan, here we go. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Mahan. Willkommen zu einem neuen Video von mir heute auf meinem Kanal. Servus, Mahan. Grüß dich. Wir sind nach längerer Zeit mal wieder hier in der Hamburger Innenstadt unterwegs und es ist einfach übertrieben nices Wetter am Start. Wir haben heute witzige Föhnwelle, der Mahan so ein bisschen am Start, aber ja, steht ihm. Wie viel ist dein Outfit gedreht? Wir haben auf jeden Fall specially nice Szenen am Start. Nice Outfit. Specially nice Szenen. Man kennt's, die English Bros, Mahan und Leon, können sich die Hand geben. Outfits, Leute, ihr wisst Bescheid. Ihr wisst, wie es funktioniert, Leute. Wir gehen mal jetzt erstmal rüber zu der ersten Szene. So, was geht ab, Brudi? Ah, okay. Ja, für den, das ist dieser A3B oder so heißt die Marke, glaube ich. Dazu die Goya-Tasche. Meine Dings, ApoRed hat jetzt ganz viel Werbung für diese Marke gemacht. Schaut vom Fit her aber Baba aus, muss ich sagen. Die haben jetzt so ein bisschen dieses Coronavirus, Global Shutdown, diese Thematik da aufgegriffen. Ich finde die Farbe vom Hoodie, die Waschung sehr, sehr nice eigentlich. Tasche passt, Rolli am Start mit dem Jubiläarmband. Schauen wir, was da noch kommt. Zweites Mal Hallo sagen. Yeah. Was geht ab? Ich bin Jonah, ich bin 24 Jahre alt, wohne im schönen Berlin, bin in Hamburg aufgewachsen. Einige kennen mich vielleicht, bin als Model und Influencer. Fresher Typ auf jeden Fall. Ah, Model und Influencer, okay. Influencer tätig. Und ja, Mann. Ja, mit meinen neuen Haaren bin ich mehr Model als Influencer mittlerweile. Ich will dein Outfit wert Video, ne? Yeah, genau. Mal. Aber habt ihr eine Ahnung, wie das bei den Mädels gut geht? Uiuiui, Leute, die kurzen Haare schaue ich richtig frech aus. Da schaue ich halt so aus, wie ich bin. Ich würde mal starten, straight mit deinen Schuhen, Digga, die sind mega nice. Danke, Bro. Was ja, Mann. Okay, Babestar in dem Schwarz finde ich sehr, sehr fresh. Babestars. Genau, habe ich was Softbox bekommen. Es kommt von jedem Paar nur eine Größe raus. Okay. So, wenn du Glück hast und du bist da und deine Größe gibt es noch, nimmst du den mit. Was ist aber für die Retail? Also so bekommst du den für 300, glaube ich. 50, manchmal auch für 300, das ist meistens sogar ein bisschen günstiger als normal. Und du kannst ihn aber meistens dann direkt am nächsten Tag, habe ich auch oft schon geschaut, für 700 wieder verkaufen. So. Ey, krass. Was? Okay, Org. Krass, ja, Mann. Und du hast das Glück, dass du da warst und dir dann straight eingekauft hast. Okay, nice, nice. Kriegt man bei uns in Wien im Dösemistor im ersten Bezirk, da kriegt man auch noch M&M-Ware. Ihr wisst Bescheid, für die Wiener habe ich immer was zurückgelegt. Spannend. Ja, Mann, auch entspannt. Deine Shorts. Die Shorts, die ist von New In Fashion. Ich weiß nicht, einige von euch sagt vielleicht. Schaut so ein bisschen badehosenmäßig aus. Stefanie Giesinger was. So ein internationales Model aus Deutschland. Und genau, sie hat eine Kollektion rausgebracht, mit der arbeite ich zum Beispiel zusammen. Und deswegen die Hose. Okay. Ich bin mir nicht sicher, die kostet, glaube ich, liegt bei 49 Euro. 39. Ich bin mir aber nicht 100%. Ja, klassische schwarze Hose, ein bisschen Badehosen-Style, nicht unbedingt mein Fall, aber kann man machen. Auf jeden Fall schlicht am Start, entspannter Schnitt. Dein Pullover, der sieht nice aus. Ja, man, fresh, der ist von HUB, der ist jetzt schon draußen. Ich weiß nicht, ob da noch welche erhältlich sind.
genau, der kostet, liegt bei, ich bin mir auch gar nicht so sicher, bei 80 Euro, glaube ich. 80 Euro, genau, okay, derbe okay. Fresh, ein bisschen oversized. Ja, hat auf jeden Fall ein nice Stil. 80 bis 110. Weißt du, welches Piece ich am meisten feier? Nicht deine Uhr, sondern deine Tasche. Goyard. Digga, ich finde die so geil. Danke. Was ist das für eine Tasche? Das ist eine Goyard. Meine Tasche aus Paris, sie ist von Goyard. Die Tasche, die habe ich in Mailand gekauft, als ich in der Fashion Week war. Da habe ich gearbeitet. Ist halt mega fresh kombiniert mit dem Hoodie, weil einfach die Farbe nochmal das so wunderbar aufgegriffen wird. Also wirklich, ich würde dem Fit, den er da jetzt hat, safe eine 8 von 10 geben. Safe, wenn nicht sogar 8,5. Genau, dann bin ich in den Store. Die bekommst du meistens auch nur im Store. Ich glaube, online bekommt man die gar nicht. Genau, die habe ich dann... Muss man halt wissen, ob er Gold mit Silber unbedingt kombinieren möchte. Das ist halt wieder so ein Ding. Ich habe, glaube ich, 1-2 dafür bezahlt. Aber das ist schon teuer. Das ist ja krass. Am schon sehr, sehr teuer. Bro, du hast viel Eis am Start. Ja, Mann. Du hast sehr viel Eis am Start. Ja, fangen wir bei deiner Iced Out Datejust an. Rolex Iced Out Datejust. Ich glaube... Okay, sehr, sehr schön, sehr, sehr clean. Finde ich, passt perfekt zu ihm. 1604 oder 16014. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ist ein altes Modell. Genau, ist besetzt mit Stein. Weiß-Gold-Zifferblatt, habe ich customizen lassen in L.A. Das Zifferblatt ist richtig geil, genau. Die Farbe ist mit einem Jubiläe-Armband, weil viele meckern immer rum, dass die Datejust eigentlich gar nicht mit diesen Armbändern kommen. Das ist ein Jubiläe-Armband, in den älteren Modellen hatten die diese Armbänder noch. Aber ich finde das auch nice, weil... Ich finde es auch viel besser so. Ich finde das Jubiläe-Armband an einer Datejust... ist das schönste Armband, finde ich. Jubiläe-Armband, wirklich top. Datejust nice, auf jeden Fall das äußere Armband. So. Ah ja, die Uhr. Genau, die Uhr hat 14k gekostet. Okay, ist schon ein bisschen teuer, ist auf jeden Fall ich habe gesehen, die kriegt man jetzt auch ein bisschen günstiger, auch wenn wir sie besetzen. Last, aber okay, aber es ist eine gute Investition. Aber 14.000 für Iced Out geht eigentlich klar, oder? Leute, was meinst ihr? Ich finde das in Ordnung, der Preis schreckt mich jetzt nicht so. Auf jeden Fall. Aber mich wundert das gerade, weil wenn du 3.000 oder sagen wir 4.000 mehr zahlst und du für 18.000 schon eine ganze Iced Out Datejust 41 holen kannst. Das stimmt. Ach so, tatsächlich. Okay, ja, das wusste ich nicht. Ich mochte die Farbe. Ich mag dieses Eisblau einfach da drin. So. Okay. Mhm. Und ich wollte mir einfach zu Anfang einfach, auch diese 4.000 Euro sind auch 4.000 Euro, und ich wollte mir einfach zu Anfang noch keine vollbesetzte Uhr holen. Okay. Weil ich bin auch oft noch so draußen unterwegs. Normal, und normal. Deswegen. Ja, wenn da dir abgezogen wird, dann bist du halt auch am Arsch. Und ich weiß, wovon ich spreche, liebe Leute. Klar, klar. Du hast hier noch ein Armband. Genau, das habe ich geschenkt bekommen. So ein Cuban Chain, so eine zackige. Okay, sehr, sehr schön. Passt halt perfekt zur Uhr. Weiß jetzt nicht, ob das echt ist. Viereckige Cuban Chain. Okay. Auch mit Stein besetzt. Ich glaube, das ist nicht echt. Was denkst du, kostet dein Armband? Das ist 400 Euro. Okay. Deine Iced Out Kette. Genau, die habe ich. Ich habe im letzten Video sogar LA gesagt. Ich glaube, aus New York. Zu Valentinstag geholt. War 50% Rabatt beim Juwelier. Genau, mit Stein besetzt. Ganz klein. Die hätte eigentlich 3 kosten sollen. Ich habe sie, glaube ich, für 1,5 geholt. Oder 2. Okay, okay. Also 1,5 aber auf jeden Fall einen Schnapper gemacht. Ne? Genau. Auf jeden Fall. Du hast noch eine andere Kreuzkette. Genau, die habe ich auch vom gleichen Juwelier geholt. Auch mit Stein besetzt. Ganz klein. Weißgold. Ah, die habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, cool. Die hat... statt 1,5 hat die Hälfte gekostet, 750. Bisschen viel Kreuz-Overload. Jetzt, wenn man die Ohrringe auch noch hernimmt, da sind auch nochmal Kreuze drauf. Okay, genau. Okay. Geil. Ja, Bro, das war dann ein Outfit, ne? Oder du hast ja noch eine Louis-Bag. Ah. Das kann man ja auch theoretisch auch mitziehen. Eine zweite Bag. Genau. Ja, Mann. Save, ja, ich wollte gerade sagen. Ja, Duffelbags. Bag nennt man das doch, oder? Ich weiß es nicht. Keep-Hall, Duffelbag, wie auch immer. Ja, von Louis finde ich richtig schön. Was bezahlt man für die? Für die ich sogar noch mit Printing, mit so einem Muster drauf, safe 2500. Die kostet K, ich habe dafür 1,6 bezahlt. 1,6? Ich habe die im Louis Store direkt in London geholt, am Flughafen, weil ich unbedingt eine neue Tasche brauchte, weil meine kaputt war. Mhm. Und dachte ich mir, ich hole die mal, dann, weil das eine gute Investition ist. Man holt ja auch nicht jedes Mal eine Louis-Tasche so. Die kannst du auf jeden Fall die ein oder anderen Jahre... Ja, ich muss mir unbedingt noch einen Duffelbag holen. Ich renne die ganze Zeit herum mit einem Turnsack. Ich darf es gar nicht sagen. Ich habe noch so einen alten Turnsack, da haue ich meine Trainingssachen rein und mit dem gehe ich dann ins Training. Und das Ding ist, wenn ich jetzt irgendwo ins Freibad gehe oder wenn ich irgendwo schnell hin muss und Sachen mitnehmen muss, dann renne ich einfach mit diesem Turnsack und schäme mich auf der Straße und hoffe, dass mich keiner erkennt. Und so taschentechnisch habe ich eigentlich noch nichts gekauft. Ich habe einen Rucksack von Herschel, der ist aber in so einem Camouflage und ist nicht mehr so unbedingt mein Fall. Also Tasche sollte eigentlich die nächste Anschaffung sein bei mir. Genau, und das Geilste ist halt limited. Die gibt es halt so gar nicht mehr, glaube ich, zu kaufen jetzt. Deswegen dachte ich, nehme ich die mal mit. Das ist geil, mit so Schlangenmuster. Ist tatsächlich dieses Violett, ist das Violett da unten? Das wäre krass, wenn das jetzt mit dem nochmal abgestimmt wäre. Oh, nice. Genau.
Ja, Bro. Das nice, Digga. Nice, Digga. Das ist schon dein Outfit, ne? 20.500, ja. Top Outfit. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in einem Wie viel ist dein Outfit wert Video so ein freshes, durchdachtes, nices Outfit gesehen habe. Er auch ein mega sympathischer Kerl, also so muss man es machen, Leute. Nicht komplett übertrieben, komplett flexen und so weiter. Der Hoodie passt einfach perfekt zur Hose, perfekt zur Tasche, er hat ein paar Statement-Pieces dabei, er hat es gut kombiniert. Da ist jetzt nicht so, dass jedes Ding irgendwie mehrere hundert Euro kostet, sondern einfach gut abgestimmt, gut gematcht, so stelle ich mir das vor. Endbetrag, Digga, starkes Outfit, muss man auf jeden Fall sagen. Digga, Bro, ich danke dir, dass du mitgemacht hast. Willst du noch irgendwas in die Kamera sagen? Leute, wie gesagt, stylt euch so, wie ihr euch wohlfühlt. Ihr müsst keinen Trend nachgehen, ihr müsst auch kein Geld haben, um Style zu haben. Wenn ihr Fragen habt, checkt gerne mein Instagram ab. Checkt ihn ab. So, Leute, und jetzt sage ich nur mal Alohomora. Jetzt öffnen wir die Kammer des Schreckens. Jetzt kommt unser wunderbarer Gucci Potter wahrscheinlich. Nice. Was geht, nice? Nein, doch nicht. Und ich habe dich deswegen angesprochen, weil du so richtig coolen Frauen-Sommerlook hast. Ja, Sefta, freut mich. Wir sehen uns ein anderes Mal vielleicht. Aber jetzt muss ich einfach den wunderbaren Gucci Potter sehen. Ah, ja, jetzt geht's los. Jetzt bekannten Gucci. Wir haben eine Legende wieder mal am Start. Und zwar den allseits bekannten Gucci Potter. Wie er den ankündigt, so richtig schlecht. Gucci Potter, das ist gar nicht Mahan-Style. Legende wieder mal am Start. Und zwar den allseits bekannten Gucci Potter. Was geht ab von mir? Alles gut? Bester Handschlag. Natürlich wieder mal mit dem Labello-Mikro. Was war für ein Handschlag? Oh, hast du das gehört? Er übernimmt einfach meine Ausdrücke und haut die Mahan um die Ohren. Er sagt Labello-Mikro. Gucci Potter. Was geht ab von mir? Alles gut? Okay, nein, Handshake hat eh passt. Bester Handshake. Natürlich wieder mal mit dem Labello-Mikro am Start, ne? Das Labello-Mikro. Okay, hat der Leon auch schon ein bisschen Hops genommen? Ich feiere das. Sehr gut, Leon. Mikro, Maximilian, hä? Was? Bro, wir haben uns jetzt verabredet hier, um ein Wie viel ist dein Outfit zu drehen? Richtig. Seit dem letzten Mal. Wie er da steht, heute so ein bisschen stolz präsentiert er sich jetzt auch. Ja, der gaint ja auch Selbstbewusstsein. Er hat mir erzählt, dass er mega nervös war bei unserem Dreh und er hat auch die ganze Zeit gezittert. Also es ist, er muss Selbstbewusstsein gainen, um seine Träume zu verfolgen. Er will der beste Wie viel ist dein Outfit wert YouTuber werden. Ist ja schon einiges mit dir so passiert, so, ja. Du hast so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Hier bei Maximilian, Umstyling und so, habe ich mir angeschaut, war auf jeden Fall witzig. Ja, freut mich auf jeden Fall für dich. Heute Grüße gehen raus, Mann. Du hast stabiler Flex von dir raus, ne? Ja. Okay, ich bin gespannt. Ich fange mal bei deinen Schuhen an. Also die Schuhe, die habe ich bei... Ich glaube, das sind die hässlichsten Schuhe, die Off-White jemals designt hat, beziehungsweise, wer weiß, ob das überhaupt Virgil Abloh war. Die sind sowas von missgebildet und hässlich geworden. Ach, die ersten, oder welche waren jetzt die durchsichtigen Converse? Ich glaube, die durchsichtigen waren eh die ersten, aber die zweiten sind ja sowas von in die Hose gegangen. Bei dem lieben Fabian gekauft, beim Exclusive Store in München. Ganz schlimm, Auch in der Kombi dieses Orange mit dem Grün und dem Gelb dazu. Uff, Die Off-White Converse. Off-White Converse. Für 700 oder 800 Euro. Na, okay, hast safe nicht bezahlt. Okay. Wow, 700, 800 Euro für Off-White Converse. Hattest du schon mal normale Converse? Scheiße, ich wollte mir ein Schnitzel bestellen, bevor ich das Video aufnehme. Ich denke mir die ganze Zeit während der Reaction, geil, wenn ich fertig bin, kann ich Schnitzel essen, ich hab vergessen. Ja, aber es... Kann man die vom Material so vergleichen mit den normalen? Ja, das ist genau das Gleiche. Genauso wie bei allen Nike Off-White-Schuhen, alles genau das Gleiche. Es ist nur ein anderes Design und es limitiert das. Das weiß ich gar nicht mehr, aber die fühlen sich auf jeden Fall besser an als die von früher. Ja, auf jeden Fall ein recht auffälliger Schuh. Ich finde deine Jeans nice. Was ja, ist die ist sogar von Zara. Ja, okay, Ripped Jeans wollen viele nicht mehr. Ja, wollen viele nicht mehr. Ich war und werde, glaube ich, immer ein Fan von Ripped Jeans bleiben. Ich finde Jeans einfach so geil. Weiß nicht. Ich finde es einfach nice, wenn eine Jeans aufgerissen ist. Aber das ist halt dieser klassische Stil, wie du sie kaufst. Da hast du dann so Gummi-Stretch-Fäden noch extra so dabei. Das ist halt nicht mein Fall, wie es so vom Werk kommt mit diesen... Ach, nicht so. Wenn schon aufgerissen, dann will ich ein Loch sehen, aber dann nicht so weiße Fäden durchgehend.
Ja. Shit. Zum allerersten Mal. Oh shit. Keine No-Name-Brand von Apropos. Richtig, mal. Ja. Was hast du für die bezahlt? 50 Euro, Franken. Ne? Also keine Ahnung. So. Das sind 60 Euro vielleicht so. Ein bisschen weniger, glaube ich. Ja, ich finde die auf jeden Fall nice. Geile Farbe. Passt auf jeden Fall zum Sommer. Nice. Mhm. Ein Gürtel angehabt. Richtig, ein Gürtel. What the fuck? Das ist der. Das könnte auch von Philipp Plein sein. Ist Louboutin, klar, mit Rot, aber könnte auch einfach 1:1 Philipp Plein sein. Louboutin? Louboutin, also wieder mit roten Akzenten. Okay, okay. Ja, warum? Aber wozu brauchst du dann roten Akzent? Erstens sieht man nicht. Zweitens hast du grün mit gelb und unten nochmal orange. Du rennst daher wie ein Regenbogen. Ich persönlich ziemlich. Feier ich extra. Ja. Okay, kranker Drill-Rip. Okay, Bro. Kranker was? Extra. Ja. Wie einfach Mahan auch lacht. Ich habe Mahan, glaube ich, noch nie so lachen gesehen. Okay, kranker Drill-Rip. Kranker Drill-Rip. Okay, Bro. Was hast du für den bezahlt? Für den habe ich, glaube ich, 500 bei Apropos. 500 hast du für den bezahlt. Okay, okay. Jetzt frage ich mich. Was kauft der auch immer ein und wie zieht der das an jetzt in der Kombi? Wir haben ein Kalkani-Shirt mit einem Louboutin-Gürtel. Zara-Hose, okay, ist eh wurscht, da passt alles dazu. Rip-Jeans halt. Und dazu nochmal die uralt Converse in Orange und noch dazu die hässlichsten. Ich frage mich halt echt. Bruder, ich hab wirklich versucht, dir einen Weg aufzuzeigen. So in eine Richtung. Es waren viele Outfits Schrott bei dem Umstyling, aber zumindest ein Gedankengang war überall dahinter, weißt du? Ah, Bruder. Mich als Otto-Normalverbraucher, warum hast du zwei Sonnenbrillen an deiner. Ja. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Hosentasche. Also, die Frage ist naheliegend. Also, das ist einmal die Gucci Potter Sonnenbrille. Die kaufen wir apropos. Die Gucci Potter Sonnenbrille. Okay. Und das ist so die Sonnenbrille, ja. Für den Flex. Nee, einfach um eine Sonnenbrille zu haben, die auch ein bisschen. Was? Anders aussieht, ne? Okay, und die hast du. Aber da nimmt man beide mit, oder was? Das. Ich nehme ja auch nicht ein zusätzliches Paar Schuhe mit, wenn ich mal mitten auf der Straße denke, Gummistiefel würde jetzt besser passen zu den Shorts. Jetzt einfach so irgendwie am Start. Ich habe die immer dabei so. Einfach so. Ich überlege mir auch noch eine dritte zu kaufen, die ich immer dabei habe, dann mit roten Gläsern. Ah, okay, okay. Aber die hängst du dann auch hier hin? Nee, eigentlich nicht. Was kosten die so? Ja, also die hatte irgendwie 200 gekostet und die, glaube ich, irgendwie 105. Vor allem, er hat sogar noch eine Brille auf, wisst ihr, was ich meine? 50 oder knapp 200 mit Gläser. Okay, okay, okay. Ja. Dein Shirt, Kalkani. Ja, richtig, ja, ja. Was haben wir noch für? Das Shirt, ich habe dafür knapp, ich glaube, irgendwie 45 Franken bezahlt. 45 Franken, okay. Ja, also, spannendes Shirt auf jeden Fall. Green Golds hat halt zugehabt, deswegen jetzt ein relativ günstiges Shirt. Man hat keinen Plan, was Green Gods ist gerade. Ich weiß nicht, welchen Laden du gerade meinst. Aber Bruder, ich sag's dir. Ich weiß zwar, dass du eine Freundin hast. Ich habe ihn ja dort getroffen und ist halt eine ältere Dame, mit der er zusammen ist. Die hat schon mehrere Kinder. Und ich treffe die halt dort und sage, ja, grüß euch. Ist das deine Mama? Und sie so, nein, bin die Freundin. Und ich wollte aber jetzt schon sagen, mit dem Outfit wieder am Jungfernsteg bleiben, Stieg bleiben vermutlich, aber ich weiß, dass der schon ein kleiner Milfhunter ist. Snipes, habe ich gekauft, ja. Okay, okay, okay. Ja, sieht auf jeden Fall cool aus, das Shirt. Du hast hier noch deine normale Brille. Richtig. Was bezahlen wir für die? Yves Saint Laurent, keine Ahnung mehr. Ich glaube, 200 Euro, 200 nur die Euro. Fassung. Nur die Fassung und dann nochmal die Gläser, richtig. 200-300 Euro. Richtig. Okay. Ja, diesmal ohne Uhr, die ist leider. Diesmal ohne Uhr und ja, diesmal die, ohne Apro. Bei Bucherer. Ja, stimmt, ohne Uhr, das gibt sogar. Wahnsinn. Was? Ja, ich war. Sonst hatten wir immer, welche Uhr war da immer am Start? Ach, ich hab's mir nicht gemerkt. Schreibt's in die Kommentare, irgendeine. Wasser mit der und die ist irgendwie nicht so gut gewesen, also ja, mal schauen. Schade. Ich hab eine Rolex bei Apropos angehabt, die Mad Edition. Richtig nice, für 30.000 Euro. Okay. Mann, überlegt die ganze Zeit, ob er nicht vielleicht hops genommen wird mit irgendwelchen Harry Potter Begriffen. Okay, also du hattest bei Apropos eine Rolex an. Ja, also ich meine. Deswegen war jetzt auch der Schnitt, glaube ich, weil er uns safe dazwischen gefragt hat, ob das irgendwas was Harry Potter Rolex ist. Rolex bei Apropos angab, die Mad Edition. Seht ihr das? Er hat keinen Plan und überlegt jetzt, ist das jetzt irgendein Joke? Aber die Mad Edition von Rolex ist mega. Ah, übrigens überlege ich,
Comme des Garçons Shocks zu holen. Ich finde die mega Bombe. Edition. Wirklich, wirklich nice. So ganz was Neues jetzt halt mal. Mit diesen bunten. Matt Paris. Ich glaube, irgendein Rapper hat die schon verloren gegen einen anderen Rapper. Ich glaube, zwei Rapper haben gewettet wegen irgendwas und er hat die Uhr verloren. Aber ja. Richtig nice. Für 30.000 Euro. Okay. Also du hattest bei Apropos eine Rolex an. Seht ihr, da war der Schnitt, weil er nachgefragt hat, ist das jetzt ein Joke? Ja, also ich meine, wenn ich mir die hole, das wäre schon nice. Aber ich meine, es ist Rolex. Rolex ist der größte Rotz, ne? So. Feuerkelch, muss man sagen. Feuerkelch, dann ist man der Sieger. So, Wannabe-Marke. Wannabe-Marke. Leute, ja, wenn Gucci Potter das sagt, dann muss es wohl stimmen. Würde ich mal sagen. Okay, dann, Digga, Richard Müll. Alternativmarke für dich. Okay, ey, Bro. Danke, dass du mitgemacht hast. Wenn nicht dafür. Hier der Endbetrag. Die Frage stelle ich dir oft, wie finanzierst du das Ganze? Aktien und ein bisschen mal hier und mal da. Hast du nicht noch eine Ausbildung gemacht? Ausbildung abgeschlossen. Okay, okay. Ausbildung. Obwohl ich da irgendwie, weiß nicht, 200 Fehltage oder so hatte. Starke Stabil, Leistung. Ja. Starke Leistung, nimmt euch kein Beispiel. Ja, ganz klar, wenn man den dunklen Lord verteidigen muss, dann ist klar, dass man nicht so oft im Unterricht sein kann. Ja, das ist das Outfit von Gucci Potter. Wir haben mal wieder sehr viel buntes Zeug am Start. Man sieht wieder mal, dass das Umstyling absolut nichts gebracht hat. Nichtsdestotrotz war es wieder mal ein sehr nices Video. Wenn es auch euch gefallen hat, liebe Leute, wenn ihr lachen musstet, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert diesen Kanal, man kennt es, wenn ihr es noch nicht habt. Und schreibt mir einen Kommentar, was ihr am Witz gefunden hat und welches Outfit das beste war. Ich glaube, da brauchen wir nicht großartig diskutieren. Wir haben schon gesehen. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Schaut auf alle Fälle vorbei auf Twitch. Da gibt es nämlich mehr von diesen Reactions. Ich habe übrigens noch einen Drittkanal, der heißt Maxatrillion. Da gibt es die Highlights aus den Streams, die immer Dienstag, Donnerstag und Sonntag um 20 Uhr sind. Also schaut auf alle Fälle vorbei. Das war's von mir. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Euer Maximilian. Ich arbeite mit Snippies.